Neben den Punziereisen ist ein weiteres Werkzeug immens wichtig für unsere Lederarbeiten, der Modellierlöffel. Wir wissen ja, dass feuchtes Leder sich fast wie Ton formen lässt. Und um gebevelte Kanten zu glätten oder Details in unsere Lederbilder zu bringen, brauchen wir dazu Modellierwerkzeuge. Ein solcher Modellierlöffel ist also ein unverzichtbares Zusatzwerkzeug, wenn es um Lederarbeiten geht. Da manche speziell für Leder hergestellte Modellierwerkzeuge sehr teuer sein können, zeige ich euch hier heute günstige Alternativen, die ihr zumindest als Ergänzung zu eurem Premium-Modellierlöffel benutzen könnt. Egal ob ihr Leder, Ton, Gips oder andere formbare Medien bearbeitet, ihr benötigt immer ein glattes Tool. Und seien wir mal ehrlich, ob das nun Leder-Modellierlöffel oder Dentalwerkzeug genannt wird, ist im Prinzip egal. Es ist immer ein formgebendes, glattes Werkzeug. Der Unterschied liegt neben dem fehlenden schönen Holzgriff eigentlich hauptsächlich im Preis. Natürlich sind die Spezialwerkzeuge perfekt auf das Leder abgestimmt, doch mit etwas Geschick lassen sich solche Sets optimal modifizieren. Hier zeige ich euch ein paar Nahaufnahmen. Von breit bis spitz ist wirklich alles erhältlich. Natürlich gibt es bei diesen Edelstahltools auch erhebliche Qualitätsunterschiede. Achtet darauf, dass die Tools keine scharfen Kanten haben. Wir brauchen diese Eisen, um vorsichtig zu modellieren. Wir wollen das Leder nicht beschädigen. Scharfe Kanten werden eher kratzen oder schneiden. Sollten die Spitzen unsauber verarbeitet sein, lässt sich das mit feinem Schmirgelpapier und etwas Polieren ganz einfach beheben. Einen Nachteil haben sie jedoch. Mit dem dünnen Eisen zu arbeiten ist für die Hand echt anstrengend. Deshalb sind die Profi-Modellierlöffel ja auch mit einem handlichen Holzgriff ausgestattet. Wer handwerklich begabt ist und Zugang zu Holzwerkzeug hat, der kann jedoch seine Modellierwerkzeuge upgraden. Ihr braucht dafür zum Beispiel Holzrundstäbe, in diesem Fall 14 mm Nussbaum. Ein Messingrohr für die Zwingen. Alternativ habe ich hier Patronenhülsen gewählt. Das ist im Prinzip dasselbe. Außerdem braucht ihr zwei Komponentenkleber, diverse Schleifpapiere, Schleifvlies in diversen Sorten, eine Drechselbank, Drechselbeitel, eine Bohrmaschine und einige Bohrer. Viel Spezialwerkzeug. Das stimmt schon. Aber trotzdem möchte ich zeigen, wie aus einem langweiligen Metalltool eine Schönheit werden kann. Vielleicht hat ja der eine oder andere Spaß daran, das nachzumachen. Und noch etwas. Ich bin kein Drechsler. Professionelles Drechseln geht anders. Das ist mir bewusst. Zuerst markiere ich die Mitte des zurechtgeschnittenen Holzstabes. Danach wird er eingespannt. Nun markiere ich die markanten Punkte der späteren Form auf das Holz. Und dann wird gedrechselt. Die Form wird grob herausgearbeitet. An der Spitze passe ich das Holz an das Innenmaß der Zwinge an. Genaues Messen ist hier extrem wichtig, da die Zwinge wirklich passen muss. Sie nimmt später die seitlichen Kräfte auf, die beim Modellieren entstehen. Ohne Zwinge könnte der Holzgriff zerbrechen. Danach wird weiter an der Form des Griffes gearbeitet. Wenn endlich der Griff so aussieht, wie ich es mir vorstelle, presse oder schlage ich die Zwinge auf das Holz. In diesem Fall habe ich die Hülsen vorher stufenweise auf ca. 5,5 mm aufgebohrt, damit die Modelliereisen auch später eingesteckt werden können. Also, Hülse drauf und wieder einspannen.
Was folgt, ist die Politur der Messingzwinge. Da kann man sich mit immer feineren Schleifmitteln so lange austoben, bis man sich drin spiegeln kann. Mir reicht hier ein Mattfinish. Ebenso wird der Holzgriff abgeschliffen. Wenn alles glatt genug ist, wird das hintere Ende des Griffes so weit verjüngt, bis er abknickt. Die so entstandene Bruchkante wird per Handschliff angeglichen. Nun wird das Modelliereisen auf eine passende Länge gesägt. Es sollten mindestens 2,5 cm des Schaftes später im Holz verschwinden. Danach muss ein Loch in den Holzgriff. Die Hülse hatte ich ja auf 5,5 mm aufgebohrt. Praktischerweise hat die Drechselbank schon einen perfekten Ansatzpunkt in der Mitte des Holzes hinterlassen. Also den Griff stufenweise bis auf ebenfalls 5,5 mm aufbohren und schon passt die Modellierspitze in den Griff. Wie groß gebohrt werden muss, hängt natürlich vom Schaftdurchmesser der Modellierspitze ab. Fehlt eigentlich nur noch die Endmontage. Hierzu klebe ich den Holzgriff mit Kreppband ab, damit ich Schmierfink es nicht doch noch schaffe, mir kurz vor Schluss den Griff mit Kleber zu versauen. Um das Eisen einzukleben, benutze ich einen Zweikomponentenkleber, den ich anrühren muss. Danach den Kleber in den Griff einbringen und die Spitze ebenfalls mit Kleber einstreichen. Beide ineinander schieben und die herausquellenden Überstände abwischen. Warten, fertig. Nun fehlt nur noch etwas Öl oder Lack auf dem Griff und das selbstgebaute Modellierwerkzeug muss sich nicht mehr verstecken. Ich hoffe, dieses zugegebenermaßen aufwendige Upgrade hat euch gefallen. Mehr zum Thema Punzieren findet ihr in dieser Playlist. Weitere Videos zum Thema Leder auf meinem Blog. Ach ja, und hier könnt ihr abonnieren, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.